Hallo, herzlich willkommen. Hier möchte ich kurz zeigen, wie wir mit der App Axmat den Namen oder das Passwort der Valve-Antriebe ändern kann. Dazu öffnen wir die App, gehen auf Befehle aufrufen, geben das Passwort ein und gehen auf die Seite Konfiguration über das Zahnrad. Hier finden wir oben Namen und Passwort. Wir können nun die Felder anklicken, hier einen anderen Text eingeben, den Namen oder auch das Passwort anzeigen lassen oder ändern. So, zum Schluss bestätigen wir das Ganze, gehen zurück und sehen nun auf der linken Seite, wie der Name des Antriebs sich geändert hat. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bar-gmbh.de. Vielen Dank!